Hallöchen und herzlich willkommen zu Part 81 von The Witcher 3 Wild Hunt. Ja, wie im letzten Part angedeutet, habe ich hier diese Teufelsgrube oder wie sie heißt, habe ich komplett durchsucht. Ich habe jetzt nichts mehr gefunden. Da sind noch zwei verschlossene Türen, aber in die kam ich nicht rein. Dann bin ich hier zum Schild, bin wieder in die Stadt gereist, habe mal etliches Zeugs verkauft. Ich hoffe, das war kein Fehler, mal ein paar Bücher verkauft. Die habe ich aber alle angeklickt. Dann gab es teilweise Bestariums-Einträge und so weiter über Vampire und dergleichen. Das war eigentlich ganz cool. Ja, das gab's da. Es gab sogar noch ein neues Absud, aber das war jetzt nicht so dolle gewesen. Das seht ihr vielleicht irgendwann mal. Das konnte ich aber noch nicht herstellen. Dann seht ihr, habe ich die Waffen wieder verbessert und so weiter und so fort und habe jetzt auch ein bisschen mehr Kohle im Sack. So, dann sind wir jetzt weiterhin hier in der Stelle. Sind wir wieder zurück und jetzt wollte ich mir hier diese vier Fragezeichen hier ansehen, dann hier hochreisen und dann das hier mit der Greifenausrüstung machen. Zumindest mal ist das das letzte von der Greifenausrüstung, was ich vielleicht jetzt machen kann, auch vom Level her. Und dann werde ich in der Hauptquest weitermachen. Also das ist jetzt so mein Plan für heute noch weiterhin und deswegen hole ich jetzt mal mein Pferdchen und reite mal in entsprechende Richtung. So, wo ist mein Pferdchen? Da kommt's, aus der Teufelsgrube. Es war klar, Plötze. Insgeheim ist er doch ein Teufel. Komm, Plötze, gib Gas. So, und jetzt hoffe ich, dass man da weiter klarkommt. Das sind Feinde echt. Und jetzt bin ich ein paar Mal schnell gereist. Das ist auch so eine Sache. Das hat mich jetzt auch irritiert. Obwohl ich schnell gereist bin, ist meine Vitalität immer noch oben. Also das ist nicht ganz so, wie es da irgendwann mal beschrieben wurde. Da hat es gehießen, wenn ich Schnellreise mache, dann wird das Absud zurückgesetzt. Das ist aber nicht wirklich so. Oder ich habe es wirklich falsch im Kopf. Keine Ahnung. Könnt ihr mal gerne auch mal schreiben, ob ich das da irgendwie verpeilt habe oder ob sie das rausgenommen haben. Weil das wäre auch eigentlich nervig, das muss man auch sagen. Ich bin einmal nicht schnell gereist, nur aus diesem Grund eigentlich. Weil ich mir dachte, das ist ja voll nervig. Wo bin ich hier? Ah, das sind ein paar Hündchen. Ja, die machen wir nichts. Aber an denen könnte ich mich gut hochziehen. Doch, das machen wir gerade. Die 250 Lebenspunkte kann ich gut gebrauchen eventuell. Wenn da gleich ein Kampf kommen sollte. Kommt her, kommt alle her. Hündchen, kommt her. Und sterbt und gibt mir Erfahrungspunkte und vor allem Lebenspunkte durch mein Greifenabsud. Sehr schön. Ist da noch irgendwer? Nö, interessiert keinen. So, sammeln mal kurz das Fleisch auf, sonst ist da eh nichts. So, komm, Lebenspunkte und Dingens, was weiß ich. Aber ist echt, glaube ich, ein cooler Trick. Vor allem, wenn das später mal mehr Lebenspunkte sind, die man dadurch bekommt. Aber ich glaube, das habe ich schon ein paar Mal erwähnt. So, und was ist da noch? Da müsste eigentlich noch ein Hund sein. So, so ist es auch. Vielleicht könnte ich es, wenn ich mich so vollkommen aufpushe, auch mal mit einem stärkeren Gegner dann aufnehmen. Aber ja, man soll es ja nicht übertreiben. Dann könnte ich es vielleicht mal mit so einem Genius-Dings da probieren. Aber ja, könnte auch in die Hose gehen. So, ein bewachter Schatz, sehr cool. Da gucken wir doch mal direkt, was das ist. Vielleicht bekommen wir ja neue alchemistische Fähigkeiten-Dingens. Was ist das? Komischer Frosch, Algul, okay. Ah, gegen so ein Ding haben wir aber schon mal gekämpft. So, bewachter Schatz von einem Algul. Das dürfte man eigentlich schaffen, sag ich mal. So schlecht sind wir jetzt nicht ausgerüstet und wir haben immerhin noch unseren Zauber, der den jetzt gleich zurückstößt. Hoffe ich doch mal. So ist es. So, oh nee, nee. Ach stimmt, das war der sich geheilt hat an mir. Da sind wir, glaube ich, mal vorbeigeritten oder sowas. Da habe ich mich auch mit dem kleines rotes Mutagen. Sehr schön. Das ist doch mal sehr schön. Jetzt haben wir schon zwei kleine rote Mutagene. Und vielleicht finde ich ja genau hier auch so ein Rezept für so Mutagen-Dingens. Ist das hier irgendwo? Vielleicht hier? Keine Ahnung. Wählender Langschwert, jo, hole ich jetzt mal mit. Asche, klasse. Was haben wir hier noch? Blutmoos. Ne, wie komme ich denn da hin, wo ich da was looten? Ah, hier. Okay, da ist eine Kiste. Großes Weles Runenstein, okay. Armbrust, oh, Meistergegenstand. Jo, irgendwelche Kavalleriestiefel, Relikt, Jägerhandschuhe. Okay, okay, okay. Das war doch mal ganz nice. Da gucken wir doch mal direkt rein, was das jetzt so im Detail war. Also einmal haben wir diese Zeichenintensität. Großes Weles Runenstein. Das ist sehr cool. Das ist wirklich nicht schlecht. So, da haben wir das Langschwert da, glaube ich, gefunden. Kavallerie. Das ist ja mal sehr schön. Quen Zeichenintensität. Das ist eigentlich genau mein Ding, sage ich mal. Das Teil da hat mehr Resistenzen, hat ein bisschen mehr Rüstungswert. Sehr schön, zieh mal an. Und ist ein Relikt. Relikte haben wir immer gern. Jägerhandschuhe. Und da haben wir noch eine Armbrust gefunden, die ungefähr gleich ist mit dem, was wir vorher auch hatten. Also nicht besonders dolle jetzt. Da haben wir hier irgendwas an Fleisch oder so gefunden. Keine Ahnung. Ja, hier habe ich alles mögliche auseinander gebastelt und so weiter. Ja, nee. Das war's mit dem ersten Fragezeichen. Da haben wir uns doch schon deutlich verbessert. Sehr geil.
So, gehen wir weiter zum nächsten. Weltkarte, zeig mir die nächsten Fragezeichen. Ich könnte natürlich hier runter jetzt noch. Könnte man das, soll man es das kurz ansehen, bevor wir dann danach rechts weitergehen? Ja, komm, dann machen wir das. Machen wir heute eine Fragezeichenfolge. Was auch immer hier unten ist. Vielleicht lauert ja irgendwo mal nochmal versteckter, nicht ein versteckter Ort, sondern ein verlassener Ort, dass ich es jetzt schaffe, dass da die Leute zurück hingehen und dann bekommen wir ja auch schöne Erfahrungspunkte und so weiter und so fort. Und das hätte ich doch ganz gern. So, hier ist das. Verlassene Städte. Ach, ich hab's langsam, kenne ich das Spiel doch. Und ein versteckter Schatz haben sie ja auch noch. Und das sind meine ertrunkenen Freunde. So, wir haben noch die verbesserte Rüstung und verbesserte, was weiß ich nicht alles. Aber das gibt auf jeden Fall Erfahrungspunkte. Das ist schon mal sehr schön. Und was wollte ich mir noch? Ach, ich wollte mal ansehen, wie viel das überhaupt ausmacht. Das müsste man ja eigentlich hier sehen, die Buffs. Ja, genau, ich mache niemals im Leben. Hab ich 479 Schaden gemacht und 303. Glaube ich nicht, hier unten rechts. Und 153 Rüstungswert. Ich glaube, das war 120 oder sowas. Das soll ich mir mal ansehen, was das überhaupt ausmacht. Und auch wenn ich das Greifen absolut nutze. Aber zuerst gucken wir mal, was hier für Feinde jetzt rumlaufen. Ah, und ich wollte eigentlich meine Lebenspunkte sehen. Was ich so ungefähr das einzuschätzen weiß. 5100. Und ich habe mich verdrückt. Klasse. So, und wenn ihr jetzt nicht Level, was weiß ich, wie viel seid. Ne, passt. Sehr schön. So. Bam. Stirb, stirb. So ist es. Das hier werden wir auch schaffen, da freue ich mich jetzt schon. Das gibt nämlich nur 100 Erfahrungspunkte. Ertrunkene, hallo? 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 Genau, vermöbelt mich mal bitte. Das ist der Bud Spencer-Style. Ich lasse mich sie erst einmal schlagen und dann hole ich sie, mache ich sie weg. Und dann kommen die Bürger zurück, hoffe ich doch mal. Ein geiler Gag wäre mal verlassene Städte, dass so irgendwelche schwachen Monster irgendein Riesenmonster vertrieben haben und dann kommt irgendein dickes Monster wieder in die Städte zurück. Das wäre einfach mal so total sinnlos, wo man nicht damit rechnet. Feuerbrunsthafen. Aha. So. Und 90 Erfahrungspunkte nur. Das ist auch reduziert anscheinend. Was ist mit dir? Ich glaube, du spinnst. Ich habe hier gerade alles geregelt und jetzt machst du noch schön doof oder was? So, wir haben auf jeden Fall jetzt die Möglichkeit, hier per Boot oder was zu reisen. Bauer, ein Fischer. Oder nee, auch ein Bauer. Noch ein Bauer. Jo, jetzt hat er sein Plättchen da verloren. Bleib ganz locker. Was? Fähranleger der Liebenden oder irgend sowas? Ich habe es nicht richtig gelesen. Geh mir jetzt aus den Füßen. So, ich brauche den Schatz da unten noch. Da ist ja noch ein bewachter Schatz. Oder war ein bewachter Schatz? Vielleicht habe ich ja Glück und das ist irgendwas Sinnvolles. Oh ne, jetzt sind im Wasser, oder? Ah ne, da unten. Sehr schön. Komm nicht sterben bei der ganzen Geschichte. Ist alles cool. Nur aufnehmen, bitte. Hallo. Hexer. Unverschickter Brief. Eine unglückliche Wendung. Aha. Ah ja, da müssen wir gleich nochmal ein bisschen was lesen, würde ich mal sagen. Aber eine neue Quest, die wir durchaus mal machen könnten, die vielleicht auch wieder ein bisschen Erfahrungspunkte bringt, währenddessen ich mich hier nur mal tot loote. Ne, gucken wir uns mal an, was das war und wie beladen bin ich wieder. 79, das geht hier noch. Das ist mal angenehm oder angenehmer. So, war das dieser unverschickte Dingens da? Ne, das ist eine Quest-Nachricht anscheinend. Genau, da ist er. Unverschickter Brief enthält nützliche Zusatzinformationen. Wat Militele segne dich, Nithel. Pass auf, Nithel, die kleine Schachtel, die du mir gegeben hast, war da irgendwas von Wert drin. Ich hatte leider einen unglücklichen Arbeitsunfall und die verfluchte Schachtel ist dabei ins Wasser gefallen. Und ich habe sie nicht wiedergefunden. Ich wollte sie rausfischen, aber irgendein Teufel da unten wollte sie nicht wieder hergeben. Jedes Mal, wenn ich mein Netz geworfen habe, war nur eine Falle drin. Vielleicht kann ich es ja irgendwie wieder gut machen. Wie wäre es mit einem Rabatt auf die nächste Lieferung? Ergebens will ich, jo. Jetzt wahrscheinlich wieder so ein Wasserschatz oder so. Oh ne, da habe ich jetzt keine Lust drauf. Das können wir aber, wie gesagt, dann demnächst noch machen. So, laufen wir mal weiter zu den nächsten Fragezeichen. Ich will noch einen Ort der Macht. Das wäre ganz nett. So, in diese Richtung. So, praktisch. So, laufen wir einfach mal hin. Machen wir das gerade zu Fuß oder nehmen wir mal mit Pferdchen, oder? Pferdchen, komm, hallo Julia, Plötze, jawohl, sehr schön, auf die Plötze, fertig, ich kann es nicht mehr hören. Den Spruch hat mittlerweile echt jeder geklaut. So, und weiter geht's. Irgendwie durch den Busch, durch den Sumpf. Komm, Plötze, gib Gas. Ich hab doch keine Zeit zu verschenken, wir haben doch keine Zeit. So, da ist ein Fragezeichen. Was? Oh, was? Versteckter Schatz, ja, warte, ich steige ab, Niebling, Niebling, bleib ganz locker. War nochmal ziemlich sinnlos, das hier. So, ich lasse mich mal einmal hitten. Wo ist er? Niebling. Warum gibt ihr so viel Gas jetzt? Jo, bleibt ganz cool. Und Niebling, stirb. Stirb. Ist der down? Jo, ne?
Sehr schön, Niebling Mutter gehen. So, das Niebling ist Anwalts Liebling oder so. Nee, war ziemlich dämlich. Und wieder ein Pesch. Ach, wieder eine neue Quest, die wir machen könnten. Oh je, so langsam jetzt doch viel. Da müssen wir wahrscheinlich doch noch eine Nebenquest-Folge einlegen. So, da haben wir wieder ein Buch. Brief. Joanna, natürlich kannst du bei uns bleiben. Was ist denn das für eine Frage? Bring auch deine Familie mit. Hierher ist der Krieg noch nicht gekommen. Wir haben massenhaft Essen. Ich habe in den letzten Wochen sogar zugelegt. Wenn du mir etwas Bier und Schinken weg isst, tätest du mir sogar einen Gefallen. Wir bereiten dir schon ein Bett vor. Du schläfst auf dem Dachboden, da ist es gemütlich, du darfst nicht vergessen, deinen Kopf einzuziehen, wenn du die Treppe raufgehst. Gute Reise, Jenna, bis bald. Ja, da müssen wir jemandem Bescheid sagen, dass da jemand Pech hatte. So irgendwie ist die Theorie. So, reiten wir mal weiter. Da müsste irgendwo nochmal ein Fragezeichen rumlauern. Dummerweise habe ich natürlich das Ding irgendwie in die Mitte gesetzt. Ah, ich bin schon auf dem richtigen Weg. Jetzt muss ich eigentlich nur auf dem Weg bleiben und dann ist es eigentlich schon klar. So, was ist da vorne? Wieder eine verlassene Stätte oder was? Was ist denn hier los? Ganz locker bleiben, ganz locker. Ist das ein Ort der Macht? Bitte, 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 bitte. Ne, Monsternest. Oh, klasse. Steht ja dick und fett da. So, kommt her, kommt und stirbt. Stirbt. Das ist so ein sinnloses Wort. Also sterbt, ist schon klar. Aber ich mache einfach gern ein Stirb draus. Stirb. So, komm her, was ist dann? Ich will zum Monsternest. Wo ist das? Und was ist das hier überhaupt? Sieht hässlich aus. So, hallo. Mit dem Kampf mache ich da irgendeinen Schwachsinn. So, Gule. Hallo. Ihr seid echt ziemlich hirnlose Viecher. Gut, klar. Wer will es euch verübeln? Da ist wenig drin mittlerweile. So. Ah, da kommt der Nächste. Plötze gibt alles, oder was? Komm her. Hallo. Stirb. Plötze aus dem Weg, bitte. Oh, was ich schon mal Probleme gegen die Viecher hatte. Und jetzt machen die so wenig Schaden mittlerweile. Das ist schon ein bisschen irre. So, Giftextrakt in Relikt. Wahnsinn. Jo, wir regeln da mittlerweile echt viel. Jetzt ist die Sache eigentlich echt ein bisschen easier geworden. Aber jo, das war nicht immer so. Ich muss so ist es. Jo, mach mal irgendwas rein. Was auch immer. Irgendeine Bombe. Wegspringen, wegspringen. Hallo. Ah, das ist immer das Gleiche. Kommt ein Ghoul raus. Ne, 20 Erfahrungspunkte. Ey, gut dann. Das war's dann hier. So, und da ist irgendwas zu lesen oder was? Das Nilfgaardische Kaiserreich befindet diesen Mann des Verbrechens der Fahnenflucht für schuldig, da er seine Waffe im Stich ließ. Was? Und sich unehrenhaft vom Schlachtfeld entfernte. Entsprechend dem Nilfgaardischen Militärkodex ist das Urteil Tod durch den Strang ergangen. Möge der Name des Mannes für immer der Vergessenheit anheimfallen. So, und da hängt er, oder was? Ja, da hängt er. Ja, da wollte er flüchten und das war's dann. Da haben sie einen Kopf kürzer gemacht, beziehungsweise eigentlich nicht. Der Kopf ist ja noch dran, aber jo, ihr wisst, die Lunge nicht, also wie soll ich sagen, sie haben ja ein bisschen, oh, vergiss es einfach, er hat die Luft abgestellt sozusagen. Gott, so, gib Gas. Ja, so ist es. So, hau ich da einfach mal die Ausdauer runter. Haha, könnt ihr vergessen, meine Freunde. Ich hau dir die Ausdauer und das Schild runter. Was ist da mit dir? Oh, du bist echt voll der Nerv. Oh ne, jetzt holt ihr sein Pfeil und Bogendings da raus. Oder Armbrust, besser gesagt. Zauberer! So ist es. Komm her, Deserteur, Deserteur. Komm her. Vergiss es, deinen Bogen kannst du drin lassen, so irgendwie. Tschüss. Für Temerien. Gut dann. Wie ein Mann. Sohn einer Ziege. Ja, das Blocken ist eigentlich auch cool, ne? Sofern die nicht so viel Schaden machen, scheint das kein Problem zu sein. Und da lässt er sein Schild fallen. Sehr schön. Muss man einfach immer nur draufhauen, dann ist das eigentlich gar kein Problem. So, und da sind sie alle Geschichte. Kleiner Knüppel, der wieder gar nichts bringt, ein Handball, denn das nichts bringt und mich nur voll belädt und so. So, was haben wir hier? Makelloser Diamant, Dunkelstahlplatte, Metroidendiamant, Leder, Schwert der Skolatel oder Skoliatel. Sehr schön, das könnte doch mal was sein. Stumpf und eine neue Armbrust. Holen wir alles mit. Sollen wir uns das Schwert mal gerade angucken? Jo, machen wir, oder? So, Glossar, hier, Handwerk, so langsam weiß ich ja, wo es ist. Weiß ich ja, wo es ist. So.
Und da gucken wir mal rein. Schwert der Skolatel, irgendwas wird wohl ein Stahlschwert sein, nehme ich mal stark an. Jo, so ist es. Stahlschwert. Hier. Stufe 27. Kritische Trefferchance plus 10%. Nicht schlecht. Definitiv nicht schlecht. Ja, aber können wir halt jetzt noch gar nichts damit anfangen. Schade. Schade eigentlich. So, holen wir uns das hier mit und ja, da hinten liegt noch was rum. Achso, das ist der Loot von dem Typen. Ja, ne? Nur wie gerade Langschwert. Haben die mal irgendwas getroppt, was irgendwie Sinn macht? Ist die andere Frage. Nö, nö, können wir alles verkaufen. Die Armbrust hier kann ich noch gar nicht tragen. Stufe 14. Macht aber ein bisschen mehr Schaden und deutlich höhere Angriffskraft. Irgendwelche Bolzen noch. Jo, und da haben wir noch die andere Armbrust. Wie sieht's eigentlich mit der Belad? Oh je, ja, wir sind wieder halb voll. Klasse. Naja, passt eigentlich gerade, wenn wir zum nächsten Fragezeichen noch reisen. Ist da überhaupt noch ein Fragezeichen? Nee, ist nicht mehr. Das war's schon. Wir haben hier alles gelöst. Sehr schön. Dann müssen wir eigentlich nur noch hier hochreisen. Und hier scheint ja, sind ja auch noch Orte und so weiter. Und hier ist auch noch eine Hauptstadt oder irgendwas in der Art. Keine Ahnung. Da könnten wir auch mal was verkaufen. Oh je, hier ist noch so viel zu entdecken. Keine Ahnung. So, ich würde sagen, ich reise jetzt einfach mal hier. Reise ich in den Norden oder fange ich gleich wieder hier an? Teufelsgrube. Ja, genau so mache ich es. Ich reise zurück jetzt. Ich mache das. Reise zurück zur Teufelsgrube. Hol euch dann hier wieder ab. Dann reisen wir. Also, das mache ich nur deshalb, dass ich dann schnell reisen kann und ein bisschen was verkaufen kann. Dann hole ich euch hier wieder mit und dann reisen wir hier hoch und versuchen mal das mit der Greifenausrüstung zu machen im nächsten Part. Ich freue mich drauf und sage bis dann. Haut rein. Ciao.